Was ist eigentlich dieses Cinematic? Das zeige ich euch nach dem Intro. Heute will ich euch erklären, was dieses Cinematic eigentlich bedeutet. Bei einigen meinen Videos steht es dabei und vielleicht hat sich ja der eine oder andere gefragt, was ist das überhaupt? Ja, also wenn man das in Google eingibt, findet man als erster nicht viel. Deswegen habe ich dieses Thema in 4 kurze Schritte eingeteilt und damit wären wir auch schon beim ersten Punkt. CinemaScope. Was ist das genau? Das ist CinemaScope. Diese schwarzen Balken kommen eigentlich aus dem Kino. Die einen oder anderen denken sich jetzt sicher, diese 2 Balken nehmen doch sicher nur Platz vom Video weg. Was bringen die eigentlich? Also das Video wirkt dadurch viel cinematischer, wie schon gesagt. Diese Balken kommen aus dem Kinobereich. Da ja der Mensch mehr in die Breite als in die Höhe schauen kann, verwendet man in Kinos eher breitere Bildschirme und breitere Leinwände, so dass sich der Zuschauer so fühlt, als wäre er direkt in der Szene drinnen. Das CinemaScope kommt daher, dass man 35mm Filme damals genauso qualitativ auf eine Kinoleinwand projizieren wollte. Der 35mm Film wurde damals auf eine Leinwand projiziert, die das Format 2,55:1 hatte, was heute dem modernen Format 21:9 entspricht. Es gibt jetzt verschiedene Arten, wie man so ein 21:9 Format hinbekommt. Eben wie schon vorher gezeigt, kann man einfach nur 2 schwarze Balken über sein Video legen. Entweder man bastelt sich die selber oder man ladet sich ein Bild herunter. Man kann auch direkt bei seinem Schnittprogramm dieses Format einstellen und so dann auch dieses Format erzielen. Kommen wir nun zu Punkt Nummer 2. Nur was bedeutet eigentlich Color Grading? Color Grading heißt die Farben korrigieren oder auch anpassen oder verändern, so dass die Farben am besten zu der jeweiligen Situation passen. Zum Beispiel bei Actionfilmen sind die Farben eher grünlich, blaustichig und sehr kontrastreich. Bei Komödien eher sehr hell und sehr gesättigt, eher schon fast ins Gelbliche, räuschliche rein. Im Gegensatz zu einem Horrorfilm oder Thrillerfilm sind dort die Farben eher dunkler, sehr kontrastreich auch meistens und teilweise eher auch rotstichig. Kommen wir schon zu Punkt Nummer 3. Ich finde, bei dem Punkt kann man sich streiten. Es gibt verschiedene Ansichtssachen, aber ich finde, die Kamerafahrt bei solchen cinematischen Aufnahmen sollte eher ruhig sein. Also zum Beispiel von einem Slider gefilmt, von einem Schwebestativ gefilmt oder einfach ein Dreibandstativ. Und wie ich finde, sollte man das Video gut zur Musik schneiden, also immer bei gewissen Stellen im Video, wo es gerade passt, sollte man auch den Schnitt einfügen oder auch die Szene dem Ton anpassen. Ihr könnt das zum Beispiel auch bei meinen Videos erkennen. Zwar bei den letzten habe ich jetzt auch nicht unbedingt mit Stativ gearbeitet, sondern Handheld, doch die Aufnahmen sind eher ruhig oder teilweise auch in Zeitlupe gefilmt, was auch ein sehr cinematisches Feeling reinbringt. Punkt Nummer 4. Die Musik. Die Musik macht einiges im Film aus. Sie wird oft sehr unterschätzt. Meistens bei solchen cinematischen Aufnahmen verwendet man dramatische Musik, eher inspirierende, nachdenkliche Musik, um den Zuschauer direkt ins Geschehen einzubinden. Man kann aber genauso auch eher vielleicht fröhliche Musik und vielleicht auch Chill-Music verwenden. Je nachdem, ob es gut zum Video passt. Ja, mit diesen 4 Schritten habt ihr jetzt ein richtiges Rezept, damit ihr euer cinematisches Video machen könnt. Nur nebenbei gesagt, es gibt jetzt nicht wirklich diese perfekte Formel für so ein cinematisches Video. Ich habe jetzt mal meine Ideen und meine Erfahrungen hier eingebracht in das Video. Ich hoffe, es war informationsreich. Ich würde mich sehr über ein Feedback in den Kommentaren freuen. Wenn es noch Fragen gibt bezüglich den einzelnen Punkten, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich drüber. Und ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, stopp, stopp, stopp! Eins will ich noch sagen. Wenn ihr mal Zeit habt zwischendurch, schaut gerne mal vorbei bei mir auf Instagram. Ich lade dort fast jeden Tag coole Fotos drauf. Und es würde mich freuen, wenn ihr mal ein Like da lassen würdet. Aber jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.